An einem regnerischen Augusttag des Jahres 1932 wurde der fünfmalige österreichische Bundeskanzler der Ersten Republik, Dr. Ignaz Seipel, zu Grabe getragen. 6 Stunden dauerten die Beerdigungsfeierlichkeiten. 200.000 Menschen nahmen daran teil. Die in 2 Lager gespaltenen Österreicher sahen den Tod des ehemaligen Moraltheologen auf ihre Weise. Die Christlich-Sozialen, deren Parteiobmann der Verstorbene war, betrauerten in ihm den größten Politiker der konservativen Seite. Für die Sozialdemokraten blieb er auch noch nach dem Tod der Prälat ohne Milde. Der meistverehrte Politiker Österreichs war zugleich der meistgehasste. Seipels Sanierungswerk hatte die wirtschaftliche Normalisierung Österreichs nach dem Krieg eingeleitet. Eine politische Normalisierung war unter seiner Staatsführung ausgeblieben. Diese Trauerfeierlichkeiten hätten ebenso gut schon 8 Jahre früher vor sich gehen können. Denn schon damals, im Jahre 1924, war Seipels Tod beschlossen worden. Und zwar vom Spinnereiarbeiter Karl Jawurek aus Pottenstein. Der Attentäter hat sein Opfer nunmehr um 40 Jahre überlebt. In den letzten 2 Jahrzehnten in einem Elendsquartier am Rande von Innsbruck. Und das ist der Wohnraum von Karl Jawurek. Kalt, feucht und finster. Es ist nicht anzunehmen, dass er dieses Quartier in seinem Leben noch einmal wechseln wird. Aber mit besonderen Aussichten war dieses Leben auch nicht begonnen worden. Südwestlich von St. Pölten, da ist eine Gemeinde, St. Georgen am Steinfeld, heißt das. Dort ist mein Heimatsort. Ja, und wann sind Sie geboren? Am 5. Oktober 1895. Also der Vater war in der Spinnerei, also so Maschinen-Zusammensetzer und Führer. Und wir Kinder, wir sind halt auch eins nach dem anderen in die Spinnerei gekommen und haben halt auch so eine ähnliche Arbeit gemacht. Als wie es der Vater den anderen erteilt hat, nicht, auf die Maschinen. Wir nennen das nachträglich nicht, wenn das einmal schon so weit ist, qualifizierte Hilfsarbeiter. Es ist gut beruflich. Im Ersten Weltkrieg waren Sie bei der Marine? Ja. Da bin ich in 14 Jahren freiwillig eingerufen. Und in 2 Tagen darauf nicht, ich hab die Scheine gekriegt, bin nach Polen gefahren. Und da war ich dort bis der traurige Tag gekommen ist, der sogenannte Umsturz. Da sind wir in Katalon unten gelegen. Und waren Sie auch in ein Gefecht verwickelt? Einige Male, ja. Oh mein, das war so alles wie eine Selbstverständlichkeit. Das hat mich gar nicht gerührt, oder wie man sagt, ja, shit. Also Sie das haben nie Angst gehabt? Nein, nie. Das ist eben, wenn man nicht richtig denken kann, wenn man dumm ist, hat man auch keine Angst gehabt. Je dümmer der Mensch ist, desto weniger Angst kennt er. Ab wann haben Sie sich politisch interessiert gezeigt und betätigt? Das hat sich ja so... In 22 Jahren hat es so angefangen, sehr langsam. Arbeitslosigkeit, Hunger und eine fundierte Hoffnungslosigkeit machte es den Gegnern Dr. Seipels nicht leicht, ihren Kampf um ein besseres Leben auf den geistigen Bereich zu beschränken. Er war es, dem die Schuld an den bestehenden Verhältnissen zugeschoben wurde. Ob zu Recht oder Unrecht, der Kanzler war zum Symbol für die Unterdrückung und Ausbeutung der, nach seinen eigenen Worten, Massa Damnata geworden. Sein Anteil am Schicksal von einzelnen Bürgern wurde nicht registriert, seine Härte bei politischen und sozialen Entscheidungen schon. Karl Jawurek war nicht der einzige Österreicher, der dem Kanzler den Tod wünschte. Ich habe nur Schuldtragenden gesehen. Der damals 29-jährige Karl Jawurek schreibt am 31. März 1924 einen Abschiedsbrief an seine Frau, in dem er sie bittet, für die beiden Kinder zu sorgen und seine geringfügigen Schulden zu begleichen. Weiters kündigt er darin seinen Selbstmord an und droht, jemand in den Tod mitzunehmen. Am liebsten den Seipel. Ich bin mit dem Zug nach Wien gefahren, mit dem Lehrer gefahren ist. Der Zug fährt dann in die Halle. Und der ist vom dritten, vom letzten Waggon ausgestiegen. Und da, ich bin dort stehen geblieben bei meinem mittleren Waggon heraus. Und er kommt dann links und rechts. War noch ein geistlicher Herr eingehängt, angeblich auch pro Lot, wie Lot wirklich erfahren hat. Da sind sie schon langsam aufmarschiert.
runter und ich schon langsam oben. Die Hand habe ich da in den Sack gehabt, die eine, und die andere habe ich scheinbar so gelassen gehabt. Und ich habe so aus die Tanzstufe da bis zu der Mauer, so was, ja. Nimm es raus und mach zwei Schuss auf ihn. Unmittelbar darauf haben Sie sich angeschossen? Das ist alles in einem gegangen. Das war so, als wenn es ein Schuss gewesen war. Die fünf Schuss haben so schnell hintereinander gefallen, dass man es für einen Schuss auch nehmen hätte können. Und dann wurden Sie überwältigt? Dann haben sie mich genommen und sind mit mir gegangen. Meine zwei Kugeln habe ich drin gehabt. Nachträglich haben sie gesagt, wie ich heute so erfahren habe, waren die Ärzte und dergleichen. Die sind durchs Herz eine durchgegangen und eine durch die Lungen. Na, sind Sie nicht ohnmächtig gewesen? Die haben mich schon gehalten, drei, vier, die haben mich schon gefangen, dann sind mit mir gegangen. Unten ist schon die Rettung gestanden. Das Gebäude des alten Wiener Südbahnhofes wird im Verlauf der nächsten Tage zum Mittelpunkt der polizeilichen Erhebungen. Das Attentat wird rekonstruiert. Das Bild des Waggons mit dem Einschussloch geht durch alle Zeitungen. Als Jaworek wieder vernehmungsfähig ist, konzentrieren sich die Untersuchungen auf die Frage, wer den Täter zu seinem Anschlag angestiftet hat. Die Vermutungen, es handle sich um Verschwörungen der Sozialdemokratie oder der Freimaurer, erweisen sich als haltlos. Auch nach tagelangen Verhören erklärt Jaworek, nur aus wirtschaftlicher Not das Attentat verübt zu haben. Ein psychiatrisches Gutachten weist den Täter als voll zurechnungsfähig aus. Der Vater hat sich so viel gedrängt, der Vater, dass er sich denkt, man hat, ich glaube, es gar nicht so. 6 Monate nach dem Attentat findet der Prozess gegen Jaworek statt. Wie bei allen politischen Prozessen in dieser Zeit unter größter Anteilnahme der Öffentlichkeit. Der Täter ist vollgeständig. Noch während der Untersuchungshaft hat er einen Brief an den wiedergenesenen Bundeskanzler Dr. Seipel geschrieben, in dem er diesen um Verzeihung für seine Tat bittet. Auch das Opfer, der Bundeskanzler, wird als Zeuge einvernommen. Doch dauert seine Aussage nur wenige Minuten. Im Verlauf der Verhandlung, so steht es im Gerichtsprotokoll, wird der Beschuldigte häufig von Rührung übermannt. Der Prozess, der am 1. Dezember 1924 begonnen hat, endet mit einem milden Urteil. Nach der 2,5-jährigen Haft, die Jaworek in Stein verbracht hat, macht er sich in St. Pölten ansässig. Seine Frau und seine beiden Söhne sieht er nie mehr wieder. Er vergisst sie. Im Jahre 1938 wird er, wie er sagt, aus politischen Gründen verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Erst im Jahre 1945 wird er dort von den Amerikanern befreit, hält sich ein Jahr lang in der Deutschen Bundesrepublik auf und lässt sich dann in Innsbruck nieder. Obwohl er es nicht beabsichtigt hat, bleibt er hier hängen. Er verdingt sich als Bauhilfsarbeiter und übt diesen Beruf aus, bis er das Rentenalter erreicht. Seine Rente beträgt 1.600 Schilling monatlich. Seine derzeitigen Nachbarn schildern Jaworek als gütig und hilfsbereit. Die Kugel, mit der er sich am 1. Juni 1924 anschoss, steckt noch immer im Herzmuskel, bereitet ihm aber keine Beschwerden. Herr Jaworek, ja. Wie denken Sie heute über die Zeit vor 50 Jahren, über das Attentat, die Folgen? Ja, wenn ich in der Lage wäre, die Sache gut zu machen, dass sie nicht mehr existiert hätte, das war mir das Allerliebste. Ja? Gut machen möchte das, wie wenn es gar nicht geschehen war. Ein versöhnlicher Ausklang also. Die Zeit hat alles verändert. Aber in den Geschichtsbüchern ist nur vom Attentat die Rede und nichts von der Versöhnung vermerkt.